kommen wir nun zur Predigt, zu dem, was uns heute beschäftigen soll. Hier vorne seht eine aufwendige, wunderbare Deko. Das ist ein Apfelbaum. Soll sein. Da sind Äpfel dran. Die sind echt, oder? Weiß nicht, da sind Äpfel dran. Sie stehen oder können dafür stehen, für all das, was wir bekommen. Das passt sehr zum Erntedankfest, weil man erntet was vom Baum und wir weiten das ja aus und sagen, alles, was wir bekommen haben von Gott, das ist so die Äpfel am Baum. Ne? So dafür, wir schauen diese Äpfel an und sagen, Mensch, all das, was wir bekommen haben, wir danken Gott dafür. Ist das falsch? Ist das richtig? Super richtig. Wir sollen das tun. Was ist wichtiger als die Äpfel? Bei dieser Illustration hier. Was ist wichtig, was, oder in dem Titel der Predigt, was ist wertvoller als die Äpfel? Keiner möchte sich blamieren. Ich sage euch meine Antwort. Wertvoller noch als die Äpfel am Baum und alles, was du bekommst, sind da, woher die Äpfel kommen. Ohne Baum, Regen, Sonne, all diese anderen Sachen und den Stamm, die Quelle, hättest du keine Äpfel. Das heißt, wenn du sagst, was ist noch wertvoller als Äpfel? Ja, das, was die Äpfel macht, ist noch wertvoller. Okay? So, das ist die Predigt für heute. Ja, das ist der Inhalt. Ich würde uns gerne einen Bibeltext hineinnehmen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 können wir aufschlagen. Und ich sage ein paar Takte zu der Situation und dann schauen wir, was wir da beobachten können aus diesem Text, anlässlich von Erntedankfest, das wir heute feiern. Lass uns aufschlagen, Johannes 6, wenn ihr die Bibel dabei habt, wenn ihr ein Handy oder ein Tablet dabei habt, jetzt dürft ihr dieses Gerät benutzen. Vorher nicht, aber jetzt ja. Okay. So, Johannes 6. Es ist ja ein längeres Kapitel. Worum geht es da? Wo finden wir uns? Wo ist die Situation, auf die ich eingehen möchte? Es ist so, Jesus hat gerade zu den Menschen geredet und dann möchte er sich mit den Jüngern zurückziehen und er segelt, man müsste jetzt eine Karte vor sich haben, wenn ihr die Bibel habt, seid ihr im Vorteil, schlagt nach hinten die Karte auf, ihr seht See Genezareth oben, ungefähr wie so ein Herz sieht das aus, und er ist ungefähr an der Nordwestseite, ungefähr da hat er mit dem Volk geredet, hat gepredigt. Er möchte sich jetzt mit den Jüngern zurückziehen und er geht in ein Boot, steigt in ein Boot und er segelt auf die andere Seite des Sees Genezareth und möchte da, heute nennen wir das die Golanhöhen, auf der anderen Seite, ein ödes Gebiet, möchte er mit den Jüngern alleine sein. Ja? Die Menschen aber, die ihn vorher erlebt haben auf der anderen Seite des Sees, die haben gehört, er ist mit dem Schiff dahin, auf die andere Seite und gehen ihm hinterher. Jetzt kommt Jesus auf die andere Seite, will sich mit den Jüngern zurückziehen, aber die Menschen kommen zu ihm und wollen irgendwie weiter von ihm hören und wollen auch was bekommen von ihm. Und dann redet er mit ihnen, widmet sich den Menschen und möchte für die Menschen sorgen, weil die waren jetzt eine Weile unterwegs, die sind hinter ihm hergekommen, wollen von ihm hören, wollen nehmen und Jesus weiß, sie sind hungrig. Und dann fragt ihr Philippus, eines seiner Jünger, die mit ihm unterwegs waren, warum Philippus? Weil Philippus stammt aus Bethsaida. Bethsaida ist in dem Gebiet ungefähr. Ja? Also Philippus, du bist hier lokal. Wo könnten wir hier Essen besorgen für die Menschen? Und Philippus ist auch ein bisschen überfragt. Und dann haben sie diese 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und Jesus sagt, super, damit kann ich arbeiten. Er dankt Gott und er versorgt über 5000 Menschen, so viele waren gekommen, mit Essen. Ja? Die können alle sich satt essen. Es wird sogar was übrig noch bleiben und die sammeln das ein und Jesus hat sie versorgt. Abends nun ziehen sich die Jünger zurück, steigen ins Fischerboot, so ein kleines Fischerboot wahrscheinlich, und segeln wieder auf die andere Seite des Sees Genezareth. Wenn man heute über den See Genezareth mit einem der Boote fährt, dann hört man aber, das war früher bestimmt nicht der Fall. Aber sind jetzt zurückgekehrt, wieder auf die andere Seite zurück, nach Kapernaum. Und da nun sind sie nun, Jesus ist ihnen hinterhergegangen, er war nicht sofort mitgefahren mit dem Schiff, ist jetzt auch in Kapernaum,
Da wohnt jetzt Jesus zurzeit. Seinen Beginn seines Dienstes zog er von Nazareth nach Kapernaum an den See, an dieses Fischerdörfchen. Da wohnt er nun, da ist seine Basis und die Leute suchen nun, wo ist Jesus? Er ist wieder weg, folgen ihm zurück, manche mit Schiffen, manche wahrscheinlich zu Fuß, manche waren wahrscheinlich auch schon gegangen, weil 5000 wahrscheinlich nicht alle geblieben gewesen. Aber die nun ihn weiter suchen, die sagen, wo ist er? Folgen ihm, finden ihn wieder in Kapernaum und in Kapernaum nun kommt das Gespräch, um das es gleich geht. Die haben ihn wieder gefunden und wir sind nun im Kapitel 6, ab Vers 25. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, Lehrer, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen Sohn Gottes hat der Vater beglaubigt oder bestätigt. Ja, das ist in Essenz die Konversation, um die es mir heute Morgen geht. Wie bist du hergekommen? Jesus sagt, das ist irrelevant. Er könnte Ihnen jetzt über das Wunder erzählen, dass er den Jüngern auf dem See im Sturm begegnet ist und dann später sich gesellt hat und mit ihnen nach Kapernaum zurückkam. Jesus sagt, darum geht es nicht. Es geht um was anderes. Ihr lauft mir hinterher und ihr sprecht mich sogar mit Rabbi an, aber ich sage euch, ihr kommt nicht hinter mir her aus den richtigen Motiven. Das ist so eine Aussage, ne? Von ihm. Er geht nicht auf die Frage ein, kritisiert sie eher. Und die Frage für uns nun könnte entstehen, er sagt, ihr kommt zu mir, nicht weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern ihr habt von den Broten gegessen, deswegen kommt ihr. Jetzt sagen wir, Jesus, ist es falsch, wenn wir zu dir kommen und Brote uns wünschen? In unserem Leben, ich meine, ist es falsch, wenn wir Gott bitten um die Äpfel? Kann ja nicht sein. Also meine erste Sache auf diese Überlegung, diese Fragestellung, die Antwort von Jesus, ihr folgt mir, weil ihr die Zeichen, nicht weil ihr die Zeichen gesehen habt, die über mich was sagen, sondern ihr habt nur das Brot im Kopf, deswegen kommt ihr mir hinterher, ihr sollt euch nicht auf das Brot allein konzentrieren. Meine Frage ist, ist es falsch mit dem Brot? Mein erster Punkt, nein. Jesus sorgt auch für das normale, praktische, natürliche Wohl der Menschen. So, mein erster Punkt ist, ist es falsch, dass wir für die Äpfel danken, für das Brot danken? Waren diese Menschen, war das falsch, dass sie Brot von Jesus wollten? Nein, warum nicht? Wir haben im Alten Testament mehrere Feste im Kalender, wo es um die Ernte geht, wo man dankt, Gott hat uns gegeben. Ja? Dann kommst du in Psalm 65, du hast dich dem Land zugewandt, es mit Gaben überschüttet. Man dankt Gott. Jesus selbst hat erlebt, wie Gott sich um ihn kümmert. Wir lesen, dass er nach der Versuchung von den Engeln versorgt worden ist. Wahrscheinlich auch, was seinen Hunger betraf. Nicht nur geistlich ihm beigestanden. Ja? So kannte Gott seinen Vater. Jesus selbst sagt uns, wenn ihr betet zu mir, dann sagt, gib uns unser Essen. Ja? Betet um das tägliche Brot. Und Jesus selbst hat den Jünger aufgefordert an einer Stelle nach der Auferstehung, kommt her, ich habe ein Kohlefeuer gemacht, bringt Fische, wir grillen ein paar Fische, ihr sollt frühstücken. Jesus kannte die natürlichen Bedürfnisse dieser Menschen. Und er sorgt sich. Es ist nicht egal. Ja, er versorgt die Menschen auch ganz praktisch. Hier hatten wir die 5000, die da gegessen haben. Jesus sieht ihre Not. Guck mal, da steht in Matthäus, Parallelstelle dazu, die das erklärt, Jesus war innerlich bewegt. Er fühlte, er hatte Mitleid. Diese Menschen, die haben lange nicht gegessen. Ja? Sieht die Not. Gesundheitlich müssen sie versorgt werden. Oder in Markus 6, auch eine Parallelstelle, sagt, heißt es auch, er ist innerlich bewegt, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Ich glaube, das ist nicht nur geistlich, sondern auch, sie haben keinen, der für sie sorgt. Sie sind hungrig. Sie haben natürliche Bedürfnisse, sind müde. Das sieht Jesus. Bei einer anderen Gelegenheit, wo 4000 Menschen von Jesus gespeist worden sind, lesen wir, dass er
sehr im Detail versteht, wie es den Menschen geht, der sagt, ich bin innerlich bewegt, schon 3 Tage harren sie mit mir aus und haben nichts zu essen, sagt Jesus. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, werden sie auf dem Weg verschmachten. So Jesus sieht, dass wir die Äpfel brauchen. Jesus sieht, dass wir Brot brauchen, Früchte brauchen, Arbeitsstelle brauchen, Wohnhaus, Wohnung, Haus, was immer. Wir brauchen diese Dinge, wir brauchen Kleidung. Das ist nicht falsch. Er sorgt sich darum und er versorgt uns. Das heißt, er, wenn wir zu ihm kommen und uns freuen über die Äpfel oder das Brot, was er uns gibt, sagt er, das ist richtig so, ihr versteht, das ist ein Geschenk von euch an oder meine Versorgung euch gegenüber, euch soll es gut gehen. Ich sehe euch mit euren praktischen Bedürfnissen. So, die erste Sache heute Morgen ist, Jesus versorgt uns mit dem Natürlichen, was wir brauchen. Ja, mit dem, was unser Körper braucht. Aber er kritisiert sie. Er sagt, wenn ihr nur zu mir kommt wegen dem Brot, wenn ihr nur zu mir kommt wegen den Äpfeln oder wenn ihr nur zu mir kommt wegen der Geschenke, die ihr bekommt von mir, dann habt ihr den Zug verpasst. Und das kritisiert er. Er sagt nicht, es ist falsch, dass ihr Brot bekommt. Nein, der Vergleich, ihr kommt zu mir, ihr wollt nur Geschenke. Ihr wollt nicht mich. Und das ist ein Riesenunterschied. Denk an Weihnachten. Kommt ja bald, ne? Wir wollen die Geschenke vom Weihnachtsmann. Aber doch nicht den Weihnachtsmann. Der kann wieder gehen. Wir wollen nur die Geschenke. Wenn wir so zu Jesus kommen, dann geht es uns nur darum, was er uns geben würde und will. Nicht um ihn. Und das kritisiert Jesus hier. Und dann sagt er ihnen, ihr kommt nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Und im Johannesevangelium sind Zeichen ganz wichtig. Johannes benutzt dieses Wort ständig. Und Johannes schreibt das Evangelium, es ist ja seine Beschreibung des Lebens Jesu, womit er Leute überzeugen will, das ist der Messias, ihr sollt an ihn glauben. Und dann reiht er in der ersten Hälfte des Johannesevangeliums 7 Zeichen aneinander, die den Menschen klar machen sollen, das ist der Messias, an ihn sollt ihr glauben. Ja? Und manchmal kommt nach einem Zeichen, wie wir das hier mit der Speisung der 5000 haben, eine Predigt oder ein Gespräch mit den Menschen, genauso wie hier. Da war die Speisung der 5000, riesiges Ereignis, ein Zeichen, das hätte scheinbar in der Absicht Jesu uns dazu bringen sollen, zu schauen, von wem kommt das denn? Wer ist das, der uns das gegeben hat? Nicht nur, oh, wir haben Brot. Sogar mehr als ein Wunder. Super. Ja? Man überlegt, man schätzt, dass von der Arbeitsleistung, die ein Mensch, ein Mann oft damals oder Frau damals zu leisten hatte, ungefähr 85% der Arbeitsleistung für die Nahrung verbraucht wurde. Ja? Das heißt, du hast ungefähr 85% dessen, was du geschafft und gearbeitet hast, dafür aufgebracht, damit du essen kannst. Und Brot war damals das Essen. Heute sagen wir brauchen Fleisch. Damals war Brot das Zentrum. So, das heißt, Jesus hat ihr Gehalt mal gerade um 85% erhöht. Stell dir mal vor. Und dann kommen sie und wollen ihn weiter haben, wollen diese Geschenke weiter haben. Wer von euch hätte nicht gern 85% Lohnerhöhung? Das wäre was. Und Jesus sagt, wenn es dir nur darum geht, um das, was du von mir bekommen kannst, nicht um mich, dann ist das falsch. Da fehlt was. Kritisiert es. Und er sagt, ihr sollt, Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergeht. Interessantes Wort, wirkt nicht für die Speise. Wörtlich heißt es da, arbeitet nicht dafür. Ja? Warum man hier vielleicht mit wirkt übersetzt hat, in der Elberfelder zumindest, Luther, bemüht euch, wahrscheinlich, weil nachher Jesus sagt, dieses Wirken, dieses Arbeiten ist Glauben. Deswegen wirkt vielleicht. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht. Kommt nicht zu mir nur für die Äpfel, die werden verfaulen. Kommt nicht zu mir nur, weil ihr Geschenke wollt. Ich
sehe eure Not, ich gebe euch die Geschenke, aber kommt nicht zu mir, lauft mir nicht hinterher, nennt mich nicht Rabbi. Und vorher noch im Text hier lesen wir, sie wollten ihn zum König machen, deswegen zieht sich Jesus zurück. Sieh, du bist unser König, du bist unser Rabbi, aber wir wollen nicht wirklich dich, wir wollen die Geschenke von dir. Jesus sagt, so nicht. Eure Ausrichtung sollte nicht die Geschenke sein. Die sind wertvoll, für die danken wir. Was für ein Wahnsinnsereignis, dass er aus 5 Gerstenbroten und 2 Fischen so viel macht, dass nachher 12 Körbe übrig bleiben. Wirkt nicht, fokussiert euch nicht, lebt nicht darauf zu, seid nicht darauf ausgerichtet, auf das, was vergeht, sondern auf das, was bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen oder das der Sohn des Menschen euch geben wird. Müht euch also um ewige Dinge, nicht um das, was vergeht. Wenn wir das auf uns wirken lassen, dann unterstreichen wir das, was eben als Titel der Predigt war, das Wertvollste. Es gibt Speise, die vergeht, Speise, die da bleibt. Das Wertvollste ist ewig. Und das spricht die tiefsten Sehnsüchte unserer menschlichen Seele an. Jesus redet hier nicht einfach nur von Hunger für unseren Körper, nicht einfach nur von Kleidung, von materieller Versorgung, sondern er sagt, eigentlich bin ich derjenige, der euch nicht nur Brot gibt, damit ihr nicht mehr hungrig seid. Sondern ich bin eigentlich derjenige, und das solltet ihr sehen in mir und verstehen, ich bin derjenige, der euch in eurer tiefsten Seele begegnet. Weil ihr alle braucht etwas für eure Seele. Und das könnt ihr mit Äpfeln allein und Brot allein nicht abdecken. Ihr braucht mich. Ihr braucht das Wertvollste als Menschen, meine Geschöpfe. Eure Seele hungert nach etwas, was ihr niemals bedecken könnt mit irgendwelchen Gütern, die ich euch gebe. Er spricht die tiefe Sehnsucht unserer Seele an nach dem Ewigen und Bleibenden. Und je älter man wird, desto mehr spürt man, es muss mehr geben. Das kann doch nicht sein, dass das alles ist, was wir da gerade so vielleicht vorgegaukelt bekommen, als ob wäre das der ganze Sinn. In Prediger 3, oft zitierte Stelle, heißt es, dieser Kohelet, dieser Redner, der da die Worte spricht, der sagt, uns ist die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir haben eine Ahnung von dem Ewigen. Neulich einen Mann beerdigt, der sehr gegen Kirche war. Er ist 93 geworden. Zum 93. Geburtstag kam der Pastor oder der Pfarrer zu ihm zu Besuch, wollte ihn besuchen. Und direkt am Anfang hat er dem Pfarrer gesagt, wir können über den Glauben reden, aber Sie sollen nur wissen, ich bin nicht auf der Glaubensschiene. So war er, so tickte er, oft angeeckt, weil das Leben das mit ihm gemacht hatte. Aber in seiner, wenn man über ihn hört, was andere über ihn sagen, was man reflektiert über diesen nun verstorbenen Mann, ist, dass er trotzdem an etwas Höheres glaubte. Sieh, hier ist jemand, der sagt, ich lehne das ab, du brauchst gar nicht mit mir kommen, mit dem Glauben und so weiter, aber ich ahne, ich will es nicht Gott nennen, aber ja, was ist es denn dann? Damit sagt er mit anderen Worten, ich spüre etwas Ewiges. X Religionen über den Globus verteilt. Warum gibt es verschiedene Anbetungen von etwas Unmenschlichem, also Übernatürlichem? Warum? Weil wir ahnen, es gibt mehr. Es kann hier nicht alles sein, was wir hier leben. Viktor Frankl, der Wiener Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut, er hat übrigens 4 Konzentrationslager überlebt und er hat die Menschen beobachtet in diesen Extremsituationen. Er kommt zu dem Schluss und sagt, das ist nachher berühmt geworden, dass wir als Menschen einen Willen zum Sinn haben. Wir brauchen Sinn, sonst sind wir verloren im Leben. Peter Bernet, ein Musiker, ehemals
Studienleiter an der Wiener Staatsoper, der sich sehr intensiv mit Wagners Oper Parsifal beschäftigt hat, die eine sehr mystische Erzählung ist, in langer, mehreren Akten einer Erzählung, auch über das Werden eines Menschen, über den Weg der Erkenntnis und das Werden. Und manche vermuten da auch ein christliches Motiv, und da sind ja auch christliche Motive, der Heilige Gral und der Speer, den Jesus angeblich, nicht angeblich, sondern in die Seite gestochen worden ist und so. Und er reflektiert über dieses Musikdrama, ja, und sagt, uns ist in unserer Zeit, wo wir so absolut nur auf das Sichtbare konzentriert sind, wo wir die Wirklichkeit nur mit dem definieren, was wir messen und sehen können, sagt, uns ist eine Tiefendimension, eine geistliche Tiefendimension verloren gegangen. Er sagt, mit der Aufklärung damals begannen wir, Gott auf die Seite zu drängen, mit meinen Worten formuliert jetzt. Wir haben ihn ausgeklammert. Wir erklären nun alles natürlich. Guckt eure Nachrichten an. Wenn wir den Wetterbericht hören, kommt nirgendwo Gott vor. Warum? Weil wir brauchen ihn nicht. Wir erklären das mit physikalischen Gesetzen. Wir erklären das mit dem Hoch so, mit dem Tief so, mit dem Hurricane so. Ja? Es ist alles erklärbar ohne Gott. Wir haben ihn ausgeklammert. Wir brauchen ihn nicht mehr. Und Peter Bernet, der philosophiert über diese Situation, in der wir uns da finden, wo uns diese tiefen Dimension verloren gegangen ist, er sagt, da ist eine innere Leere entstanden. Da ist etwas leer. Das können wir nicht überbrücken mit Geschenken. Mit meinen Worten, heute hier zu passen. Ja? Er sagt, wir haben lange versucht, diese entstandene Leere durch die Vorteile, welche der technische Fortschritt dem äußeren Leben beschert, zu überdecken. Aber es gelingt nicht. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, Jesus sagt, wirkt nicht nur für die Geschenke, die ihr bekommt, nicht nur für die Äpfel, sondern wenn ihr an dem vorbeigeht, was ewig ist, dann werdet ihr die Tiefe und die Sehnsucht eurer Seele niemals befriedigen. Und das gilt uns heute auch. Wenn wir in uns gehen und tief in uns spüren, dann muss es mehr geben und wir begeben uns auf die Suche. Du wirst nirgendwo, wirst du es finden. Wir bilden uns manchmal ein, wir finden es in irgendwelchen philanthropischen Exkursen oder sonstigen Sachen, wo wir uns für andere einsetzen oder so, aber du findest es nicht. Man könnte es so vergleichen. Ich glaube, C.S. Lewis hat es so verglichen. Er sagt, wenn ein Fisch beschwert sich nicht darüber, dass er nass ist oder dass er im Wasser ist. Wir aber fühlen uns nicht zu Hause. Wir verlangen nach etwas Höherem, nach Tieferem. Warum? Kann es dann sein, dass wenn wir diese Sehnsucht in uns haben, diese Suchen, dass wir eigentlich für eine andere Welt geschaffen sind? Er hat recht. Deswegen wirkt nicht, fokussiert euch nicht, macht das nicht zu eurem Lebensinhalt, dass ihr nur meine Geschenke sucht. Oh, ihr verpasst mich. Ewiges Leben, das ich geben kann und möchte. Stacy Orico hat das so ausgedrückt, was ich sehr interessant finde. Eine junge Sängerin, sie hat den Song nicht geschrieben, aber der bringt es so genau auf den Punkt, was viele Menschen heute fühlen. Sie sagt, ich habe alles, aber ich fühle mich so beraubt. Sage mir, was ist das Ding, das ich vermisse? Und warum kann ich mich nicht damit abfinden? Es muss mehr im Leben geben. There's got to be more to life, singt sie. Ein schönes Lied, klingt gut. An jedes Vorübergehende hoch zu jagen und mich zufriedenzustellen, ich warte immer auf etwas anderes. Warum habe ich das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe? Es muss etwas mehr im Leben geben. Recht hat sie. Es muss es. Und es gibt es auch. Und dann suchen wir. Junge Leute, Timothy Keller, der diese Suche des Menschen beschreibt, und von dem nehme ich ein paar seiner Strategien, die er hervorgehoben hat. Er sagt, wenn wir uns auf die Suche machen nach diesem Tieferen, ja, wo Jesus hier sagt, das ist das ewige Leben, das bin ich. Wenn wir uns ohne ihn auf den Weg machen, dann gibt es verschiedene Strategien, die wir anwenden. Er sagt, die jungen Leute, das ist so diese Phase, wo man noch naiv und dumm ist. Dumm, ich weiß nicht, ob das gesagt hat, aber naiv. Da beginnst du dein Leben und wie, ich meine, junge Leute, denkt, schaut in euer Leben. Ihr wollt einfach nur leben und da sind Dinge, die ihr noch nicht habt, die ihr gerne hättet, aber es ist einfach für euch. Ihr sagt, das werden wir noch erreichen. Es ist klar, dass ich das noch nicht habe. Ich muss noch den Beruf erlernen, ich muss noch den Partner. Und klar, ich muss noch ein paar Schritte ins Leben machen und dann werde ich das erreichen und dann habe ich es.
Und dann wirst du ein bisschen grauer und sagst, oh, wo sind die Jahre geblieben? Ich habe es immer noch nicht. Dann gibt es die anderen, die sind verzweifelt. Die werden immer älter und die sagen, was ist es nun? Und manche junge Leute werden das nachvollziehen. Du fieberst auf einer Sache zu und wenn du sie erreicht hast, ist es so. Warum ich meine, junge Leute können das vielleicht nachvollziehen. Mir ging es manchmal so bei den Prüfungen. Riesending, du hast eine Prüfung, eine große Finals oder sowas und du lebst darauf zu, es ist ein Riesending und dann kommt die Prüfung, du sitzt da und du schreibst und schreibst stundenlang und dann ist es vorbei und du sagst so, und? Ja, es ist erledigt, aber ich bin immer noch der, wo ich bin. Ja. Was jetzt? So, dann gibt es manche, die dann älter werden und sagen, ich habe es immer noch nicht. Dieses Innere in mir habe ich immer noch nicht. Und dann werden sie verzweifelt. Oder verzweifeln sie. Suchen weiter und beginnen sich selbst zu beschuldigen. Ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich nicht genug angestrengt. Ich habe Fehler gemacht. Es liegt an mir. Man mag mich nicht. Und beschuldigen, hassen nun sich selbst dafür. Sind verzweifelt, weil sie es immer noch nicht haben. Und dann gibt es die anderen, die haben die sogenannte höhere Erkenntnis. Sie sagen sich, ich bin unglücklich, weil das Streben und das Wollen nach diesem mystischen Etwas, was ich suche in meiner Seele, das gibt es eigentlich gar nicht. Das gibt es nicht. Wir sind erwachsen und abgeklärt, höhere Erkenntnis kommt gleich, erwachsen und abgeklärt. Das gibt es gar nicht. Als ich jung war, da suchte ich danach, aber ich weiß nun, ich bin erwachsen geworden, ich habe aufgehört danach zu suchen, ich strebe nämlich danach. Keiner hat es. Diese Menschen werden oft sehr überheblich. Wenn jemand dann kommt, wenn man das anwendet auf vielleicht so einer Kirchensituation, da kommt ein Bibelschüler, steht vorne, ist voller Begeisterung, erzählt davon Jesus und seinen Erlebnissen. Und dann sitzt da jemand und sagt, naiver Kerl, kindisch, ich weiß, wie das Leben funktioniert, erzähl mir nichts. Das wird bei dir vorbeigehen. Wir sind dann abgeklärt. So etwas gibt es gar nicht. Es ist genauso wie mit dieser ganzen Wissenschaftsgläubigkeit. Wir haben Gott herausgedrängt aus unserem Leben und weil dann die Naturwissenschaft sagt, wir haben keinen Gott und wir dann nur Biologie sind, dann in Biologie ist kaum Sinn zu erkennen, also sind wir, diesen Sinn gibt es wirklich gar nicht. Ja? Wir leugnen einfach, dass uns da was fehlt, weil wir alles einfach ohne Gott machen. Also das sind die Erwachsenen, die sagen, es ist Blödsinn, danach zu suchen, das gibt es gar nicht. Und dann gibt es die anderen, die, das ist so auch eher vertretbarer noch in unserer Gesellschaft, die haben diese sogenannte höhere Erkenntnis. Die sagen, weißt du, diese Suche nach etwas, da wirst du oft verletzt. Das hat oft mit Dingen zu tun, die dir wehtun und du klammerst dich da dran und dann wird es dir weggenommen und so weiter. Die weise Art und Weise zu leben ist, loszulassen. Nichts mehr zu wollen. Das haben wir zum Beispiel im Buddhismus. Nichts mehr wollen. Einfach loslassen. Alles loslassen. Ja? Und auch das ist eine Sackgasse. Weil wenn du sagst, ich lasse alles los, ich brauche nichts, ich brauche nichts. Du willst das in der Seele und du machst dich unmenschlich, wenn du das wegschiebst und wegdrängst. Weil unsere Seele ist geschaffen auf Gott hin. Von Gott hin zu Gott hin. Und finden wir diesen Weg dahin nicht, wird uns immer etwas fehlen. Und dann kommt dieser Diskurs. In Kürze euch wiedergegeben. Strebt nach der Speise, die bleibt, sagt Jesus. Ihr könnt die Verse hintereinander nachfolgen. Was sollen wir denn tun? Dies ist das Werk Gottes, sagt Jesus. Das sollt ihr tun, dass ihr an den glaubt, den ihr gesandt hat. Mich. Das Volk, beweise dich. Unsere Väter haben Manna gegessen, die haben Manna bekommen von Gott. Was kannst du, was machst du? Jesus sagt, ich bin das Brot. Ich bin das, woher das Brot kommt. Mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabgekommen ist. Und so weiter. Und dann wieder und wieder und wieder sagt Jesus, ich bin das Brot. Ich bin das Ewige. Geh nicht nur zu den Geschenken, sondern geh zu mir. Geh nicht nur essen, geh zu dem, der das Essen gibt. In der Wüste, das Manna, das sie bekommen haben, das war nur ein Geschenk, das verging. Übrigens, kleiner Exkurs,
Ich werde meiner Familie sehr kritisiert dafür, dass sie so viel Süßes essen. Kuchen mag. Das Manna, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, muss es einfach einschieben. Wisst ihr, wie das geschmeckt hat? Dann nachlesen. 2. Mose 16. Manna, oder sie nannten das Mann in der Elberfelder-Übersetzung, war wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen und Honig. Gott gab das. So, tschüss. So, nur ein kurzer Exkurs. Manna ist es aber nicht. Manna ging kaputt. Ihr braucht den Geber des Brotes. Und das sagt ihn immer wieder: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Vers 50, 51, ich bin das lebendige Brot. So, wenn du nun suchst, eines der Fragen wäre, suchst du nur das Geschenk von Jesus oder suchst du den Baum, woher das kommt? Ist du nur die Äpfel oder die Quelle? Ist du nur die Geschenke? Auch Christen sind hier nicht, wir sind da nicht raus. Wir können auch in diese Falle geraten, dass wir eigentlich hauptsächlich Jesus sehen als den Geschenkegeber, als der Weihnachtsmann. Ja? Ihr könnt euch das testen. Geht mal in euch und überlegt, wofür bete ich? Wofür betest du? Meistens bete ich um Gelingen, eine gute Prüfung, um Arbeitsstelle. Ich bete um Geschenke in der Hauptsache. Ich bete nicht, Jesus, ich bete auch. Aber im Vergleich, ne? Nimm mehr Gestalt in mir an. Ich will mehr von dir in meinem Leben haben. Komm mir, erfülle mich mit deinem Geist. Diese Gebete sind eher, würde ich mal vermuten, prozentual bei den meisten geringer. Jesus, gib uns eine gute Arbeitsstelle, gib uns Brot, gib alles nicht verkehrt. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht. Liebe Gemeinde, liebe Menschen, lieber Willi. Fokussiere dich nicht nur auf die Geschenke. Die Geschenke kommen von Gott. Gott gibt sie dir, wie er dem Volk das Essen gegeben hat. Und er sieht die Not und er gibt gerne und er widmet sich dir. Du bist nicht egal mit deinen ganz natürlichen Nöten. Aber Jesus sagt, nur das ist nicht genug. Ich habe mehr. Komm zu mir, nicht nur zu meinen Geschenken. Nicht nur zu den Äpfeln. Die werden schlecht. Komm zu mir. Ewige Äpfel. Es wächst immer weiter. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater bevollmächtigt oder beglaubigt. Das Wertvollste im Leben ist nicht, was wir haben, sondern wen wir haben. Das ist tief. Somit, Jesus sorgt für unsere natürlichen Bedürfnisse. Können wir die nächste Folie einblenden, das fasst es zusammen. Und sorgt auch gleichzeitig für unsere tiefste Sehnsucht in unserer Seele, das, was wir wirklich brauchen. Er sorgt für unsere seelischen Bedürfnisse. Und ich schließe mit einem Appell, der selbst von Gott kommt, aus dem Alten Testament, wo Gott über die wunderbare Zukunft redet, über das, was er dir anbietet, uns anbietet. Jesaja 55, Gott spricht. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Euer Verdienst für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich und esst das Gute. Und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Wunderbar.